Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Minister Scheuer, die FDP-Bundestagsfraktion hat kein grundsätzliches Problem, trotz aller Unterschiede mit der Verkehrspolitik von Andreas Scheuer, und auch kein grundsätzliches Problem mit der Person Andreas Scheuer. Aber was wir bei der Maut haben erfahren müssen, das sprengt wirklich den Rahmen. Sie haben entschieden, im Herbst letzten Jahres trotz aller Kritik, trotz aller Bedenken auch aus dem eigenen Haus einen Vertrag abzuschließen, wie es ihn sonst kein zweites Mal gibt. Sie haben einen Vertrag abgeschlossen, der immens hohe Schadensersatzzahlungen hat. Sie haben selber die Nerven verloren und wollten das unbedingt machen. Sie haben gezockt mit öffentlichen Geldern, und das ist das Kernproblem. Und bis heute haben Sie nicht in einer Silbe mal ein Wort der Selbstkritik an den Tag gelegt. Und auch deswegen ist es notwendig, das Ganze jetzt im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufzuarbeiten. Herr Minister Scheuer, Sie haben an mehreren Punkten schwere Fehler begangen. Sie haben zum einen im Herbst letzten Jahres nur ein Angebot auf dem Tisch gehabt für 3 Milliarden €. Ich erinnere Sie daran, dass der Bundesrechnungshof Ihnen schon vor Jahren aufgeschrieben hat, dass die Maut nicht wirtschaftlich ist. Und sie war ja noch teurer. Und genau davor hat der Bundesrechnungshof gewarnt. Und auch alle aus der Opposition, ihre eigenen Beamten. Sogar der SPD, der Koalitionspartner Herr Bartol, hat Sie gewarnt, zu vergeben vor dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Herr Dobrindt selber, er sitzt ja hier, hat gesagt, man muss das Urteil des Europäischen Gerichtshofs abwarten. Sie haben das Urteil nicht abgewartet und einen Vertrag abgeschlossen, den es so kein zweites Mal gibt, der besonders schlecht ist für den deutschen Steuerzahler. Und Sie haben dem das Haushaltsrecht gebrochen. Das Haushaltsrecht gebrochen, weil das mit Haushaltsklarheit und Wahrheit absolut nichts mehr zu tun hat. Und auch das Vergaberecht wurde gebogen hin und her und auch gebrochen, weil zum einen die Lkw-Maut, die Toll Collect, extra das Vergabeverfahren gestoppt wurden, um Kosten zu verschieben. Das haben wir als einzige Fraktion rechtzeitig auch erkannt und kritisiert. Sie haben einen eigenen Haushaltstitel schaffen wollen, um Kosten rüberzuschieben, und hätten natürlich andere Anbieter das gewusst, dass man auch über die AGES die Terminals mitnutzen kann, hätten sie wahrscheinlich geboten. Also eine wesentliche Änderung der Vergabe, insofern ein Bruch des Vergaberechtes. Und Herr Minister Scheuer, Sie haben einen immensen Schaden verursacht. Wir wissen noch nicht, wie hoch der Schaden ist. Wir werden darüber diskutieren müssen. Auch dafür ist der U-Ausschuss leider vonnöten. Und das versteht doch draußen alles kein Bürger mehr. Was soll denn die Verkäuferin an der Supermarktkasse denken, die bei sehr viel geringeren Vergehen ein Problem bekommt? Was soll der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens denken, der in der Haftung ist bei sehr viel geringeren Beiträgen? Wir haben jetzt schon 86 Millionen € unnötig ausgegeben, weil Sie, koste es, was es wolle, Ihr Projekt aus dem bayerischen Bierzelt mit dem Kopf durch die Wand durchsetzen wollen. Es werden bald 100 Millionen sein, vielleicht bald 300, 500. Wo ist Ihre Schmerzgrenze, oder sind Sie völlig schmerzfrei in dieser Frage? Uns stört auch insbesondere die Chuzpe, die Dreistigkeit, mit der Sie Fragen nicht beantworten, mit der Sie ablenken. Alle anderen sind schuld außer Sie, und das nervt langsam. Und deswegen beantworten Sie mal die Fragen zur Toll Collect. Beantworten Sie mal die Fragen zu den Aufklärungsgesprächen. Es glaubt doch hier niemand im Raum, dass, wenn Sie sich mit den Spitzen von Kapsch und Eventim treffen, dass das ein Kaffeeklatsch ist, wo es nicht um das Wesentliche, um das Eingemachte geht. Natürlich haben Ihre Beamten da mitgeschrieben. Hören Sie auf, da den Deutschen Bundestag anzulügen. Auch darüber wird diskutiert werden. Es steht im Verdacht, dass Sie die Unwahrheit gesagt haben. Sie haben einen massiven Schaden dem deutschen Steuerzahler zugefügt. Und deswegen ist dieser Untersuchungsausschuss leider notwendig. Und er wird für Sie äußerst unangenehm. Das Wort hat der Kollege Michael Frieser für die CDU-CSU-Fraktion.